Ja, servus, liebe Leute. Heute haben wir wieder was recht Frisches auf dem Markt. Die Lampert Cigars 1675 Edition Robusto. Der Dr. Lampert, beziehungsweise ja, der Rechtsanwalt Lampert aus Liechtenstein, / Österreich, hat er sich vor 4 Jahren gedacht, hey, ich gehe auch mal in die Zigarrenbranche. Und ich hatte von ihm schon mal diese Ocean Breeze vor einem Jahr oder vor 2 Jahren sogar schon reviewed. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, weil wirklich sorgfältig ausgewählte Tabakke am Start waren, wo halt so in Küstennähe dann so eine mineralische Note dabei hattest. Hier haben wir jetzt ein Ecuador-Deckblatt, Umblatt Nicaragua und Einlage Domrep und Peru. Also ich kann schon sagen, vom Kaltzug und Kaltgeruch her sehr, sehr würzig, sehr, sehr trocken, holzig. Ja. Das sind so ja, fast die einzigen Aromen, die ich gerochen habe und geschmeckt habe, schon vom Kaltzug und Kaltgeruch. So ein bisschen Schoko kam noch. Ja. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also sie machen einen recht trockenen Eindruck, trotz des Ecuador-Umblattes. Machen wir sie einfach mal an. Ja, jetzt habe ich den Preis auch vergessen, ich glaube 97, also relativ fairer Preis für so eine Robusto. Schauen wir mal, ob sie schmeckt, ne? Ja, es ist hier relativ dunkel. Ich hoffe, ihr seht trotzdem was. Ja, sehr trocken, holzig, leicht kratzig sogar im Hals, relativ würzig, pfeffrig. Ansonsten aromatisch, kommt so was leicht Kerniges, fast Toastiges daher. So eine gewisse Bitterkeit und mineralische Note auch wieder, so was leicht Salziges. Genau, das ist so mein erster Eindruck. Ja, du hast schöne toastige Aromen, eben nach wie vor. Ja, Pfeffer 4,5 von 10 ungefähr. Lang anhaltend, eher ledrig trocken auf jeden Fall. Eben dieses, ich hatte auch vorhin was von kernig gesprochen. Ja, so ein Hauch Nuss durch das Ecuador-Deckblatt, aber wirklich nur ein Hauch. Grundsätzlich ist es einfach eine würzige, hölzerne, leicht toastige Zigarre. Ne? Das war's aber auch. Bin ja übrigens in Tübingen am Schloss. Ich wollte eigentlich nach Karlsruhe zum Schloss, aber ich habe halt ein bisschen länger geschlafen und ja. Bisschen verpeilt, ne? Deswegen dachte ich, hey, mittags fahre ich nicht nach Karlsruhe rein. Auf der A8 ist er dann immer. Ja, also geschmacklich kommt echt nicht wirklich viel bei rum. So ein bisschen halt dieses leicht nussig-toastige. Ansonsten, ja, so ein bisschen zickt sie vom Abbrand. Ist jetzt zweimal ausgegangen. Das Würzige nimmt sich so ein bisschen zurück. Aber ansonsten halt einfach leicht toastig, holzig, würzig. Ja, also ist einfach eine ja, nicht verspielte Zigarre, die nichts rummacht mit Creme, Süßigkeit, Nuss, Marzipan, Kaffee, Schokolade, wie auch immer. Einfach Holz, Pfeffer, Würze, Toast und hier und da vielleicht so dieses dezent nussige Laut bisschen auf. Aber das war es dann auch schon. Ja. Einfach eine mittelkräftige Zigarre, Punkt. Ja, wie gesagt, 97 ist okay, schmeckt, ist halt, ja, würzig, geradlinig, holzig, toastig, das war's. Würde ich nochmal kaufen, beziehungsweise nochmal rauchen, aber jetzt nicht unbedingt kistenweise. Ja, ich würde eine 3 von 5 geben. Danke fürs Zusehen, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen.